Und als erste Rednerin in der Aussprache erteile ich der Vorsitzenden der Fraktion der Sozialdemokraten, der Kollegin Nancy Faeser, das Wort. Ist auch fast gelungen. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Seit mehr als einem Jahr sind wir in der Pandemie, und für viele Menschen bedeutet das einen monatelangen Ausnahmezustand. Viele sind an ihre Grenzen gezwungen worden, nicht wenige auch darüber hinaus. Kinder und Jugendliche, Eltern, Alleinerziehende, ältere Menschen, Pflege- und Medizinkräfte, Beschäftigte in der Produktion und vor allem im Einzelhandel, Soloselbstständige und Ordnungskräfte. Und selbst wenn wir in einigen Monaten die Pandemie, danke schön, so weit hinter uns lassen können, dass sich der Alltag zumindest wieder normaler anfühlt, sollten wir uns nichts vormachen. All das ist nicht spurlos an den Menschen vorbeigegangen. Die Folgen werden uns noch lange begleiten, egal ob wir erkrankt waren oder nicht. Einige von uns haben geliebte Angehörige oder Freunde verloren. Wir trauern mit ihnen. Andere haben häusliche Gewalt erlebt oder bangen um ihren Abschluss oder ihren Arbeitsplatz. Viele glaubten, die Krankheit glimpflich überstanden zu haben und leiden jetzt an den Spätfolgen. Long-Covid ist auch so ein Wort, das leider Einzug in unseren Wortschatz gefunden hat. All diese Menschen brauchen und verdienen unsere Unterstützung, meine Damen und Herren. Und unsere Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass nicht auch unsere Gesellschaft, unsere Demokratie am Long-Covid-Syndrom leiden werden, meine Damen und Herren. Dazu ist es zunächst einmal entscheidend, auszusprechen, was es ist, klar zu benennen, was in der Pandemie gut war, und die Fehler klar zu benennen. Beides bleibt die Hessische Landesregierung leider seit Monaten schuldig. Sprechen wir aus, was ist. Noch immer bestimmt die Corona-Pandemie unser Leben. Die dritte Welle, in der vor allem die Mutation des Virus B.1.1.7 im Mittelpunkt steht, sorgt für eine angespannte Lage auf unseren Intensivstationen in den Krankenhäusern. Wir müssen dafür sorgen, dass unser Gesundheitssystem nicht überfordert wird. Deshalb ist es umso wichtiger, jetzt noch einmal eine Kraftanstrengung zu leisten, um die Krise so schnell wie möglich zu überwinden. Und ich weiß, dass viele müde, einige wütend und wieder andere wütend sind. Das ist auch so ein neues Wort. Aber wir müssen auch diese Strecke jetzt gemeinsam überstehen, so schwer das allen fällt. Auszusprechen, was ist, bedeutet aber auch klar zu benennen, dass auch nach mehr als einem Jahr eine umfassende Aufklärungskampagne dieser Landesregierung fehlt, um den Menschen klarzumachen, wo die Hauptgefahren der Corona-Infektion liegen, nämlich beim Treffen zu Hause, meine Damen und Herren. Noch immer fehlt diese über die Maßen notwendige Kampagne, und diese Versäumnisse, ich will es hier mal deutlich aussprechen, kosten auch Menschenleben, meine Damen und Herren. Und deswegen müssen dort die Anstrengungen verstärkt werden. Der Bundestag hat am Mittwoch das Bundesinfektionsschutzgesetz beschlossen. Es sieht bei hohen Infektionszahlen eine bundeseinheitliche Notbremse vor. Das zeigt den Ernst der Lage. Und die Adresse an denjenigen, die das bestreiten, 80.000 Bürgerinnen und Bürger dieses Landes sind gestorben. Darüber kann man nicht hinwegreden und auch nicht hinwegsehen. Deshalb war die Initiative, der Ministerpräsident hat es angesprochen, von Bundespräsident Steinmeier so wichtig und richtig, mit einem Gedenktag der Verstorbenen zu gedenken. Es war für die Hinterbliebenen ein wichtiges und richtiges Signal, dass wir in ihrem Schmerz bei ihnen sind. Die Lage ist ernst, und deshalb muss mit der Bundesnotbremse auch etwas getan werden, was über das bisherige hinausgeht. Und ich teile die klare Haltung von Vizekanzler Olaf Scholz, dass, was wir jetzt brauchen, Klarheit und Konsequenz ist. Das hat er letzte Woche in der Bundestagsdebatte gesagt. Es gehe um die hohen und weiter steigenden Inzidenzwerte. Und wenn sie, ich zitiere, über 100 gehen, dann muss etwas getan werden. Und das gehört zu Klarheit und Konsequenz dazu, überall in Deutschland und auch und immer in jedem Fall. Recht hat er.
Denn einheitliche Regelungen, die immer und überall gelten, tragen sicher zu einer höheren Akzeptanz in der Bevölkerung bei. Ich habe hohen Respekt, dass die Bundesgesetzgebung einschließlich der Zustimmung des Bundesrates in 14 Tagen erfolgt ist. Ich teile nicht alles von den neuen Regelungen, insbesondere bei Schulen und Kitas, und habe auch bei der Ausgangssperre rechtliche Bedenken. Aber man sollte sich noch einmal daran erinnern, worum es in dieser einheitlichen Bundesgesetzgebung, warum es dieser Bundesgesetzgebung bedurfte. Die Zahlen der Corona-Infizierten gingen stetig nach oben, die sogenannte dritte Welle begann, und die Regelungen, die die Bundesländer miteinander vereinbart hatten, wurden vielerorts eben nicht umgesetzt, meine Damen und Herren. Übrigens auch schon mit Ausgangssperren, Herr Ministerpräsident, die in Ihrem Bundesland vielerorts auch eingesetzt wurden. Das hatte, ja, ich muss gestehen, da hatte ich Ihre rechtlichen Bedenken, die Sie heute geäußert hatten, bislang vermisst, meine Damen und Herren. Und Sie haben heute drei Schleifen gedreht in Ihrer Rede und einen Rechtsgelehrten bemüht, um diesen Widerspruch aufzulösen. Aber er ist und bleibt einer, meine Damen und Herren. Und es waren doch die Bundesländer, die ihre eigenen Regeln nicht umgesetzt haben, vorweg, was will ich sagen an dieser Stelle, Achtung, Ironie, der Kanzlerkandidat der Herzen, Markus Söder. Zum anderen war doch offensichtlich auch Ihnen der Streit um die Kanzlerkandidatur in der Union wichtiger, als sich um die Durchsetzbarkeit der Regeln bundesweit zu kümmern. Und ich gönne Ihnen ja von Herzen, dass Sie in der Union Ihren Kanzlerkandidaten des Herzens, Armin Laschet, durchgesetzt haben. Doch ich frage mich schon, ob sich der hessische Ministerpräsident in so einer Zeit nicht mit all seiner Kraft, die ihm bleibt, für die Bekämpfung der Pandemie einsetzen sollte, meine Damen und Herren. Erst das Land, dann die Partei. Dieser Grundsatz muss gerade in der Krise oberste Priorität haben. Denn in Hessen gibt es viel zu tun. Hessen bleibt besonnen, ist die Losung der Landesregierung in der Pandemiebekämpfung. So ist es überall zu lesen, und auf jedem Rednerpult bei jeder Pressekonferenz steht das. Dazu hatte der Hessische Rundfunk am Sonntag einen sehr zutreffenden Kommentar, den ich hier gerne zitieren möchte. Ich zitiere: Hessen bleibt besonnen, ist die Losung der Landesregierung in der Pandemie. Klingt gut. Aber im Schlepptau der Besonnenheit kamen auch Trägheit, lähmende Risikoscheu und jetzt eine ganz eigene, für Schulen verwirrende Auslegung der Bundesnotbremse. Doch Besonnenheit kommt oft in Begleitung. Oft hat sie die Trägheit im Schlepptau. Hessen reagiert oft träge. So war es beim Sterben in den Altenheimen. Über 3.000 Bewohner starben an oder mit dem Virus, prozentual viel mehr als etwa im Nachbarland Rheinland-Pfalz. Jenseits des Rheins tat die Regierung mehr für den Schutz der Bewohner und vor allem früher. Die Testpflicht für Besucher wurde in Hessen erst nach Weihnachten eingeführt, viel zu spät. Besonnenheit vor Bundesgesetz. Manchmal wird die hessische Besonnenheit auch zu lähmender Risikoscheu, beim Impfen zum Beispiel. Hessen hat immer tausende Impfdosis für die Zweitimpfung zurückgehalten, manchmal mehr als vorgeschrieben. Aus Angst, die Lieferungen könnten plötzlich ausbleiben. Als dann mehr und mehr Impfstoff kam, brauchte Hessen lang, um den Motor hochzufahren. Andere Bundesländer verimpften, was ging, und das besonnene Hessen liegt im Ranking weit hinten. Und jetzt die Bundesnotbremse. Die soll in Hessens Schulen und Kitas erst mit Verzögerung greifen. Es brauche mehr Zeit zur Vorbereitung. Bouffier verkündete auf einer Pressekonferenz im Stile eines Besonnenkönigs. Nanu. Im Bundesgesetz steht gar nichts von einem extra Vorlauf. Gilt in Hessen Besonnenheit vor Bundesgesetz? Die Stadt Frankfurt ergriff die Chance sofort, prima, noch eine Woche Luft. Aber Besonnenheit ist kein Selbstzweck. Die Regeln, die demokratisch beschlossen wurden, gelten für alle. Auch in Hessen. Zitat Ende, meine Damen und Herren. Lassen Sie mich dieses Berichtszeugnis in ein Ziffernzeugnis übertragen. Das ist eine glatte 6, Herr Ministerpräsident. Aber ehrlich gesagt kann ich mich daran auch als Oppositionsführerin in diesen Tagen darüber nicht freuen, denn die Folgen Ihrer Versäumnisse sind zu verheerend.
Monatelang haben Sie unsere Vorschläge ignoriert. Monatelang haben Sie unsere Warnungen in den Wind geschlagen. Wir waren in dieser Zeit als Opposition in jeder Phase konstruktiv. Und dennoch haben Sie die Pandemiebekämpfung zu einem eigenen Projekt gemacht, mit der Folge, dass Sie nun allein auch die Verantwortung tragen, Herr Ministerpräsident. Und ich muss Sie schon fragen, was hat Sie denn letzten Freitag geritten? Man setze die Regelung zur Schulschließung nicht direkt um, sondern benötige eine Übergangsfrist. Als ob Sie den Schulen jemals lange Fristen gegönnt hätten in dieser Phase der Pandemie, meine Damen und Herren. Und so einfach lasse ich Sie auch nicht davonkommen. Sie haben ja heute auch wieder versucht, hier lange zu erklären, warum Sie nichts ändern konnten im Verfahren. Wo war denn Ihre Initiative in den 2 Wochen, diese Übergangsfrist einzusetzen? Sie haben heute erklärt, das hätten Sie gar nicht gekonnt. Aber in der Causa Laschet haben wir doch gesehen, dass Sie Dinge durchsetzen können. Warum denn an dieser Stelle nicht, Herr Ministerpräsident? Erst zu schweigen, um dann im Bundesrat starke Worte zu schwingen, das ist eines hessischen Ministerpräsidenten unwürdig, meine Damen und Herren. Die vielen Eltern, die binnen weniger Tage organisieren müssen, dass ihre Kinder nicht mehr in die Schule oder Kita dürfen, oder die Lehrerinnen und Lehrer, die ihre Konzeption schnell ändern müssen, oder gar die Schülerinnen und Schüler, die brauchen keine Fensterreden, Herr Ministerpräsident. Die brauchen kein besonderes Nichtstun, Herr Bouffier. Sie brauchen entschlossenes Handeln, und genau das bleiben Sie Woche für Woche schuldig. Das Ergebnis ist, Schülerinnen und Schüler, die seit Monaten nicht in der Schule waren, und das haben Sie hier beschlossen, dass seit Mitte Dezember die Klassen 7 bis 11 nicht mehr zur Schule gehen. Deswegen, also die Krokodilstränen heute hätten Sie sich sparen können. Sie haben entschieden, dass die Schülerinnen und Schüler von Klasse 7 bis 11 seit 5 Monaten aus der Schule draußen sind. Und das ist Ihr Versäumnis, Herr Ministerpräsident. Das ist eine fatale Folge, Herr Ministerpräsident. Wenn Sie sagen, das ist eine interessante Interpretation, Sie hätten die Möglichkeit gehabt, und Sie können sich nicht darauf zurückziehen, dass es keine anderen Möglichkeiten gegeben hätte. Andere Bundesländer haben das deutlich besser gemacht. Einige Schülerinnen und Schüler werden vom Lernstoff dadurch abgehängt, und einige werden sozial und emotional abgehängt. Zu manchen Schülerinnen und Schülern besteht keinerlei Kontakt mehr zu den Schulen. Und wir hatten Sie deshalb gebeten, bereits im Herbst in Wechselunterricht zu gehen, um diese Schulschließungen zu vermeiden, meine Damen und Herren. Das war unsere Strategie. Im Gegensatz zu Ihnen hatten wir eine. Ja, Präsenzunterricht war damals bei allen populärer. Aber darauf kommt es bei verantwortungsvoller Politik nicht an. Es geht darum, das Richtige zu tun. In der Krise zeigt sich der Charakter, und bei dieser Landesregierung zeigt die Krise, dass sich hinter der strahlenden Fassade vollkommen blank ist. Nun haben Sie ja am Freitag zum Glück definiert, alles am Freitag, auch übrigens interessant, dafür brauchen wir offensichtlich diese Debatten hier, dass Sie kurz vor den Regierungserklärungen dann doch noch Dinge verändert, die Sie uns zum Beispiel 2 Tage vorher im Sozialausschuss noch ablehnen. Ich komme darauf noch einmal zurück. Sie haben am Freitag also definiert, dass die Stufe 7 bis 11 ab dem 6. Mai bei einer Inzidenz von unter 100 endlich wieder öffnen dürfen. Warum haben Sie so viel Zeit verloren? Wie viel Schaden hätten Sie vermeiden können, wenn Sie unserem Vorschlag nicht aus Prinzip und zum Schaden der Kinder gefolgt wären? Deshalb bin ich auch der SPD-Bundestagsfraktion sehr dankbar, die übrigens die Zeit genutzt hat während des Gesetzgebungsverfahrens, am Wochenende, am vorletzten Wochenende ein Paket von 2 Milliarden € zur Unterstützung der Schülerinnen und Schüler zu beschließen, ein sogenanntes Aufholpaket. Darin ist von Nachhilfe bis hin zur psychologischen Betreuung sehr viel enthalten, was jetzt dringend gebraucht wird. 1 Milliarde soll für Nachhilfe des verpassten Unterrichtsstoffes ausgezahlt werden und 1 Milliarde für die sozialen und psychologischen Aufarbeitungen. Auch die Empfänger des Bildungs- und Teilhabepaketes sollen dabei einen einmaligen Zuschuss erhalten. Nun gilt es bei diesem wichtigen Paket aber insbesondere ist umzusetzen. Und dafür sind jetzt die Bundesländer zuständig, meine Damen und Herren.
Ihre Ideen, Herr Ministerpräsident, dazu habe ich heute sehr vermisst in Ihrer Rede. Dabei ist aus unserer Sicht eines der wichtigsten Themen, dass wir hier die psychischen Belastungen für unsere Kinder und Jugendlichen in der Pandemie abfedern können. Deshalb ist es auch so wichtig, dass jetzt im Infektionsschutzgesetz die Kinder draußen Sport treiben können. Und ja, ich hätte mir da auch mehr gewünscht. Vor allen Dingen hätte ich mir gewünscht, dass die Altersgrenze nach oben gehoben werde, damit Jugendliche auch mit 15, 16 draußen Sport treiben können. Ich glaube, das wäre für alle sinnvoll gewesen. Wir vergessen dürfen wir aber auch nicht diejenigen, die unverändert alleine und einsam sind. Auch sie haben es verdient, dass wir schnell durch die Krise kommen. Das gilt vor allem auch für die älteren Menschen in den Pflegeeinrichtungen. Herr Bouffier, wie erklären Sie den Menschen diesen Widerspruch? Wir fangen bundesweit schon an zu diskutieren, wie wir Lockerungen für Geimpfte ermöglichen. Aber in den Pflegeeinrichtungen müssen Bewohnerinnen und Bewohner noch immer in Hessen alleine essen. Und daran ändert auch nichts, dass Sie vorhin gesagt haben, dass jetzt ab Freitag die Besuchsregelungen gelockert werden, was übrigens zwei Tage vorher im Sozialausschuss alles noch nicht an der Tagesordnung war. Aber das alleine Essen, das für Menschen in diesem Alter, dass man das endlich zulässt, das wäre ein wichtiger und richtiger Schritt. Was tun Sie an dieser Stelle, Herr Ministerpräsident und vor allen Dingen Herr Gesundheitsminister? Was tun Sie für die Menschen im Gesundheitswesen? Wir müssen vor allen Dingen die Pflegerinnen und Pfleger und die Ärztinnen und Ärzte, die täglich für die Gesundheit, für die Menschen arbeiten, entlasten. Sie können fast nicht mehr. Sie schuften jeden Tag bis zum Umfallen. Sie brauchen kein besonderes Nichtstun. Sie brauchen entschlossenes Handeln, meine Damen und Herren. Was tun Sie eigentlich, um die Krankenhäuser in Hessen zu entlasten, und zwar sowohl in finanzieller als auch in personeller Hinsicht? Auch dazu haben Sie heute in Ihrer Rede nichts gesagt, Herr Ministerpräsident. Was tun Sie dafür, dass auch die notwendigen Untersuchungen und Operationen, die nichts mit Covid-19 zu tun haben, weiter durchgeführt werden können? Denn auch das gehört dazu, um Todesfälle zu vermeiden, meine Damen und Herren. Was tun Sie, Herr Klose? Man muss dieser Verantwortung als Gesundheitsminister auch gerecht werden können. Auch beim Testen waren Sie lange hinten oder, wie Sie es nennen, besonnen. Auch hier hätten wir schon frühzeitig das Testen an den alten Pflegeeinrichtungen, das haben wir nämlich schon vor Monaten gefordert, da hieß es immer, ja, ja, wir haben eine Teststrategie. Aber lassen Sie mich aussprechen, was die Wahrheit an dieser Stelle ist. Sie haben lange nichts gemacht, und das mit fatalen Folgen. Testen von Kita-Kindern, Herr Ministerpräsident, das fand ich jetzt spannend, was Sie da gesagt haben. Nämlich auch dort sind Sie besonnen oder auf gut Deutsch hinten dran. Weil ich verstehe nicht, dass nicht möglich ist in Hessen, was in Nordrhein-Westfalen und in Baden-Württemberg längst Praxis ist. Und ich hätte von Ihnen als Jurist schon erwartet, Herr Ministerpräsident, dass Sie unseren dringlichen Antrag der Fraktion der SPD doch dann auch sorgfältig lesen. Wir haben nämlich nicht von einer Testpflicht von Kita-Kindern gesprochen, sondern wir haben Sie aufgefordert, eine dringende Empfehlung dazu abzugeben, dass Kinder auch in den Kitas getestet werden, eben wie in Nordrhein-Westfalen und in Baden-Württemberg auch. Die Testpflicht, die Sie angesprochen haben, die wir keinesfalls auf die Kita-Kinder ablegen wollen, sondern auf die Erzieherinnen und Erzieher. Darauf bezog sich die Testpflicht in unserem Antrag. Und das ist ziemlich eindeutig, weil der Punkt 1 geht um die Kita-Kinder. Die Testpflicht kommt weiter unten in einem anderen Abschnitt. Aber sinnerfassendes Lernen gehört nun manchmal auch dazu, Herr Ministerpräsident. Aber
ich halte fest, wenn wir es nicht thematisiert hätten, dann wäre es heute noch immer keine Praxis, denn offensichtlich haben Sie ja reagiert. Nachdem wir letzte Woche, am Beginn der Woche es gefordert haben, haben Sie es am Freitag mit den Kommunen beraten und immerhin haben Sie am Freitag dann auch etwas geändert. Das ist ja ein Fortschritt, aber ehrlich gesagt immer noch zu wenig und wie immer leider halbherzig, meine Damen und Herren. Halbherzig, machen Sie es richtig. Wenigstens da bei den Kita-Kindern. Und übrigens die Tests, die Sie hier so schlecht geredet haben, in Offenbach wird ja zum Teil getestet. Und es gibt Tests, die in den Wangen der Kinder gemacht werden, die sehr zuverlässig sind, wo übrigens Mediziner nichts davon sagen, dass 2 Stunden vorher nichts gegessen und getrunken werden muss. So viel mal dazu. Und bei den Testreihen, die es gibt, sind 90% der Fälle super gut bei den Kindern. Und es gibt eben keinerlei Ausfälle, die Sie gerade beschrieben haben. Also machen Sie endlich Ihren Job, meine Damen und Herren. Aber wohin Ihre Besonnenheit in Hessen führen kann, kann man ja exemplarisch beim Thema Impfen beobachten. Ans Ende der Tabelle. Erst gab und gibt es zu wenig Impfstoff, dann in Hessen noch das schreckliche Impfchaos. Ich erinnere einmal daran, das haben wir in der letzten Runde miteinander sehr intensiv ausgetauscht. Das Impfen ist aber unsere Hoffnung, um die Pandemie zu überwinden. Immerhin sind, das haben Sie gesagt, 20% der Bevölkerung inzwischen geimpft, was ein Fortschritt ist. Nur in Hessen sieht es mal wieder anders aus. Noch immer sind wir im Vergleich mit anderen Bundesländern hinten. Unter Ihrer Führung, Herr Bouffier, ist Hessen beim Impfen das Schalke 04 der Bundesländer. Ich habe einen Vorschlag für diese PR-Regierung. Schlusslicht Hessen wäre ein guter Slogan für Ihre nächste Kampagne. Und jetzt werden Sie gleich mit den Zweitimpfungen anfangen, bei denen wir nach einiger Zahlenrabulistik irgendwo im Mittelfeld stehen sollen. Ich bitte Sie. Früher war Hessen vorn. Heute ist Schwarz-Grün schon stolz darauf, wenn Hessen beim Tabellenkeller vom Niemandsland der Tabelle vorrückt. Ist das wirklich der Anspruch, den wir hier in Hessen haben? Muss es nicht sein, unser Anspruch, vorne beim Impfen zu sein, meine Damen und Herren? Ist das nicht der Anspruch eines solchen Bundeslandes? Ihre chaotische Terminvergabe hat dazu geführt, dass viele der über 70-Jährigen, sogar noch einige der über 80-Jährigen, noch immer nicht geimpft wurden, während schon die dritte Priorisierungsgruppe aufgerufen wurde. Es geht um knapp 30.000 Menschen. Wie wollen Sie dieses Problem endlich in den Griff bekommen, Herr Ministerpräsident? Jetzt haben Sie heute gesagt in Ihrer Rede, kein Problem, die haben alle schon ein Terminangebot erhalten. Und ich darf ja mal, Sie haben uns das ja zugeschickt, aus Ihrem Redemanuskript zitieren. Diesen Halbsatz haben Sie nämlich weggelassen. Sie haben ja hier heute vollmundig versprochen, dass jeder dieser über 70-Jährigen, über 80-Jährigen ein Terminangebot erhalten hat. In Ihrem Redemanuskript stand noch drin, Gedankenstrich, einige Briefe sind vielleicht noch mit der Post unterwegs. Ich weiß auch, warum Sie das dort reingeschrieben bekommen haben, weil ich mir sicher bin, Herr Ministerpräsident, dass Ihre vollmundige Versprechung von heute nach sich zieht, dass sich Menschen bei uns melden werden, die sagen, sie haben noch gar keinen Termin. Dann hätten Sie nämlich sagen können, die Briefe sind noch unterwegs. Genau. Also wirklich, also ehrlich gesagt, ja, also eine schlechtere Ausrede habe ich selten gehört, meine Damen und Herren. Und was Sie wieder getan haben, lassen Sie es doch endlich mal. Sie haben wieder gesagt, bis Ende Mai sind die alle geimpft. Ja, wir werden Sie natürlich daran messen, aber warum tun Sie das? Denn Sie versprechen, genauso wie Ihr Bundesgesundheitsminister, immer wieder neue Daten, um sie dann wieder zurückzuholen. Hören Sie doch endlich auf damit. Das verunsichert die Menschen und führt nicht zu mehr Vertrauen, meine Damen und Herren. Und im Sozialausschuss hat man gesagt, bei den über 80-Jährigen, das sind 3.000, die könne man pro Woche impfen.
Das würde bedeuten, wenn man 3.000 von denen impfen kann pro Woche, das dauert ja dann noch 10 Wochen bei 30.000 Menschen. Meine Damen und Herren, diese Dinge, die dort vom Gesundheitsminister gesagt werden, müssen Sie doch auch zur Kenntnis nehmen. Halten Sie sich zurück mit Ihren vollmundigen Versprechungen. Wir sind nämlich sehr gespannt, ob Sie tatsächlich bis Anfang Juni alle beide Prioritätengruppen durchgeimpft haben. Und, meine Damen und Herren, das gebe ich Ihnen noch mit. Wir möchten gerne, dass Sie den Blick auf die Erzieherinnen und Erzieher nicht aus den Augen verlieren, weil das sind diejenigen, die Tag für Tag sehr eng mit Kindern im Vollkontakt arbeiten müssen, die keine anderen Alternativen haben. Bitte achten Sie darauf, dass die in der zweiten Prioritätengruppe möglichst nach vorne gesetzt werden. Es gibt aber noch mehr Probleme als diese 300.000 Menschen, die in der Prio 1 und Prio 2 noch nicht geimpft sind. Ich will mal das Absagen der Termine aufgreifen, was Sie angesprochen haben, Herr Ministerpräsident. Sie haben gesagt, es gibt viele Rückmeldungen aus den Impfzentren, dass die Impftermine nicht abgesagt werden. Ich kann Ihnen dazu nur sagen, wir haben vermehrt Hinweise, dass die Menschen, die die Termine absagen wollen, damit bei den Callcentern nicht durchkommen und dass es im Callcenter nicht klappt. Und ich kann aus eigener Erfahrung etwas dazu beitragen. Ehrlich gesagt hat mich das fast mehr Arbeit gekostet als viele Arbeiten in meinem Studium, den Impftermin für meine Mutter abzusagen, die dann doch durch den Hausarzt geimpft wurde. Weil man wird nämlich im Callcenter, muss man dann weitervermittelt werden, weil die, die im Callcenter arbeiten, diese Termin. Das heißt nicht Absage, sondern der Termin, die Registrierung wird gelöscht. Das ist der Hintergrund dessen. Wenn man absagt, kriegt man automatisch einen neuen Termin. Aber der Termin muss gelöscht werden. Das ist so komplex, dass man da weiter verbunden werden muss. Das ist, ehrlich gesagt, ein sehr, sehr aufwendiges Verfahren. Und wenn Sie das hier schon an die Bürgerinnen und Bürger adressieren, ich unterstütze das ja, dass jeder seinen Termin absagt, wenn er anderweitig geimpft werden kann oder was dazwischen kommt. Aber dann müssen Sie auch die Voraussetzungen dafür ordentlich zur Verfügung stellen. Also arbeiten Sie daran, diese Fehler auch abzustellen, meine Damen und Herren. Jetzt haben Sie die Prioritätengruppe mit 3 aufgerufen, sich impfen zu lassen, und tun so heute, als wäre das etwas Besonderes, nur fürs Protokoll. Das machen alle anderen auch. Das ist auch gut so, denn nun kommen endlich die Beschäftigten des Einzelhandels. Sie erinnern sich, ich habe das hier schon oft angemerkt, es ist die vergessene Gruppe, die seit Anfang an in der Pandemie an vorderster Stelle stehen muss, ob sie will oder nicht, und sich den Gefahren aussetzt. Deswegen wird es Zeit, dass die jetzt auch geimpft werden können, meine Damen und Herren. Und die Angehörigen des Brand- und Katastrophenschutzgesetzes, das haben Sie gesagt. Nur heißt aussprechen, was ist im hessischen Fall auch, dass Sie die Feuerwehren. Und dabei bleibt es, Herr Ministerpräsident, auch bei dem, was Sie gesagt haben, Sie haben sie stiefmütterlich behandelt. Erst bieten Sie zu wenig Ausbildungskapazitäten für die freiwilligen Feuerwehren an, und dann weigern Sie sich bei der Impfpriorisierung, dem Stellenwert der Feuerwehr gerecht zu werden. Gerade diesem so entscheidenden Ehrenamt haben Sie in Hessen sehr viel zugemutet jetzt in der Pandemie. Aber, meine Damen und Herren, alles andere als Wertschätzung. Ich weiß nicht, wie Sie das erklären wollen, dass bei einem schweren Unfall die Einsatzkräfte der Polizei, die nämlich sehr wohl die Einsatzkräfte, die an vorderster Front sind, vorgezogen wurden, dort am Unfallort auftauchen, geimpft sind, der Rettungssanitäter auch, aber die Feuerwehr, die hinzugerufen wird, nicht. Und diesen Widerspruch haben Sie heute hier nicht aufgelöst, Herr Ministerpräsident. Hören Sie auf mit diesen Sonntagsreden zum Ehrenamt im Allgemeinen und bei der Freiwilligen Feuerwehr im Besonderen. Ihre Taten in der Pandemie zeigen, dass Sie es offensichtlich nicht ernst meinen, meine Damen und Herren. Was wir jetzt beim Impfen brauchen, ist vor allem Tempo. Neben den Hausärzten spielen auch die Betriebsärzte dabei eine entscheidende Rolle. Und ehrlich gesagt muss ich sagen, schade, dass es die Landesregierung so spät verstanden hat. Und ich verstehe nicht, Herr Ministerpräsident, dass Sie sich heute hier hinstellen und sagen, tolles Pilotprojekt an 4 großen, wichtigen Unternehmen. Warum nehmen Sie nicht die 70, die Sie erwähnt haben, gleich mit hinzu? Es wäre wirklich
gut, die Betriebsärzte mit einzuführen, um schneller hinzubekommen, dass schnell geimpft wird. Es gilt nämlich Ärmel hochkrempeln, impfen, 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 damit aus dem Ende es wird Zeit, dass am Ende des Tunnels auch wirklich nicht nur Licht steht, sondern echte Perspektiven, meine Damen und Herren. Hessen braucht in der Pandemie keine PR, es braucht einen klaren Plan. Keine Durchhalteparolen, sondern Perspektiven. Unser Land braucht keine besonnene Tatenlosigkeit, sondern endlich entschlossenes Handeln. Denn nur mit einer klaren Strategie und nur mit Taten werden wir diese Pandemie beherrschen und irgendwann, wie wir alle hoffen, dann auch hinter uns lassen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Es geht ja darum, dass was wir haben, schneller. Vielen Dank, Frau Kollegin Faeser.